Jetzt wollen wir uns mal die Bragg-Gleichung, Bedingung, wie auch immer, anschauen. Wobei man zunächst mal durchaus fragen darf, wofür eigentlich? Wofür brauchen wir diese Bragg-Bedingung oder Bragg-Gleichung? Man braucht die für Folgendes. Hier kommt hier eine Probe und auf diese Probe kommt jetzt ein Elektronenstrahl und dadurch werden Röntgenstrahlen in dieser Probe erzeugt, die hier in alle Richtungen abgestrahlt werden. Und die Röntgenstrahlen werden erzeugt für verschiedene Elemente, vielleicht Magnesium, für Silizium, für Aluminium und so weiter. Und der Unterschied ist, dass für Magnesium hat man vielleicht so eine Wellenlänge, das stimmt jetzt alles nicht, das ist nur zur Illustration, für Silizium vielleicht so eine Wellenlänge und für Aluminium vielleicht so eine Wellenlänge. Das heißt, die Wellenlänge ist immer unterschiedlich. Also das ist Lambda Magnesium, Lambda Silizium, Lambda Aluminium und so weiter. Wenn wir jetzt nun zum Beispiel nur Magnesium analysieren wollen, müssen wir irgendwie diese Wellenlänge von Magnesium selektieren von allen anderen Wellenlängen. Wir wollen ja kein Silizium und auch kein Aluminium messen, sondern eben nur Magnesium. Wir brauchen also einen Selektionsmechanismus. Und dieser funktioniert wie folgt. Man hat nun also, und das ist mal das grundsätzliche Prinzip von winkeldispersiver Messung, sollte ich noch dazu sagen. Man hat nun also diese Wellenlänge, zum Beispiel hier Lambda Magnesium, aber wie gesagt, es kommt auch Lambda Aluminium raus, Lambda Silizium kommt hier raus und im Grunde das gesamte Periodensystem. Nun gibt es hier an dieser Stelle ein Analysatorkristall, der kann irgendwie schief sein, der kann kreisen, der ist beweglich. Also der lässt sich rotieren oder zumindest lässt sich seine Position verändern. Das Entscheidende daran ist, dass dieser Winkel, unter dem diese Röntgenstrahlung auf diesen Kristall fällt, variabel ist. Deshalb rotiert er irgendwie oder lässt sich eben bewegen, damit dieser Winkel hier variabel wird. Sehen wir gleich alles noch im Detail. Und hier kommt natürlich auch Lambda Aluminium an und Lambda Silizium und so weiter. An diesem Kristall findet nun eine Beugung statt. Und diese Beugung führt dazu auch gleich mehr, die führt dazu, dass nur eine Wellenlänge oder vielleicht auch mal gar keine hier gebeugt wird. Das heißt, dass zum Beispiel hier nur Lambda Magnesium rauskommt, aber kein Lambda Aluminium, kein Lambda Silizium und so weiter. Das heißt, hier haben wir unseren Selektionsmechanismus. Und deswegen wird dieser Kristall auch Analysatorkristall genannt. Das ist der Analysatorkristall. Und dann gibt es hier unten noch den Detektor und dann kann diese Lambda-Magnesium-Röntgenquantwelle hier gemessen werden. Also deshalb ist dieser Analysatorkristall wichtig für den Selektionsmechanismus und dieser Selektionsmechanismus, dafür gibt es dann die Bragg-Bedingung. Daher kommt das Ganze, hier findet eine Bragg-Beugung statt. Und wie das genau funktioniert, wollen wir uns jetzt ansehen. Also, ich zeichne hier mal diesen Kristall auf und ich zeichne nur zwei Kristallebenen ein. Eine Kristallebene und noch eine Kristallebene. Und von hier, ich mache das jetzt mal in Gelb, sieht man besser, kommt jetzt diese Wellenlänge, zum Beispiel Magnesium. Und damit ich nicht immer so Wellen zeichnen muss, die eh nicht gut funktionieren, werde ich jetzt für exakt eine Wellenlänge, also von hier bis hier praktisch, nur noch so einen Strich zeichnen. Und das soll dann genau Lambda sein. Also jetzt kommt hier zum Beispiel eine Magnesiumwellenlänge an. Und parallel dazu kommt noch eine zweite Magnesiumwellenlänge an. Das würde man natürlich sagen, warum parallel dazu? Vielleicht ist ja auch mal verschoben, vielleicht sieht es mal so aus. Ja klar, dann funktioniert das Ganze gleich nicht. Wir nehmen jetzt mal den Fall, wo es genau passt und kommen dann später nochmal auf den Fall hier zurück.
So, angenommen, jetzt kommen diese beiden Wellenlängen an, direkt hier nebeneinander. Jetzt wird diese erste Wellenlänge wird hier gebeugt an dem oberen Kristallgitter und geht in diese Richtung zurück. Also das Ganze, ich kann hier noch eine zweite hinmalen, das sind alles solche Wellenlängen, das kommt von der Richtung hier und wird dann hier gebeugt und geht hier raus. Das passiert für alle Wellenlängen. Komme ich auch gleich noch drauf. So, und jetzt wird auch diese andere Wellenlänge, also diese, wird auch gebeugt. Jetzt soll es aber so gebeugt werden, dass sie genau gleich mit der anderen hier wieder rauskommt. Also dass die auch wieder genau hier rauskommt. Jetzt will ich kurz zuerst darauf eingehen, warum dieser Fall hier wichtig ist. Das ist deshalb wichtig, wenn eine Welle so rauskommt und die andere Welle irgendwie anders rauskommt, dann gibt es hier eine destruktive Interferenz und das Ganze löscht sich irgendwie aus. Und das ist genau, was passiert in diesem Fall hier oder wenn auch, also wenn die versetzt ankommen oder wenn irgendwelche, wenn die Wellenlängen, das passiert genau in diesem Fall zunächst. So, wenn die jetzt aber genau gleich ankommen, also so, wenn die genau gleich sind, dann gibt es eine konstruktive Interferenz und die verstärken sich und es kommt was durch. Also das heißt, Röntgenstrahlen kommen durch oder werden gebeugt. Das sieht dann aus wie eine Reflexion und hier X-Rays kommen nicht durch. Nicht durch. Deshalb brauchen wir genau diesen Fall hier, wo es beim Rauskommen diese Wellenlängen sich genau überlagern. Was man jetzt natürlich sieht, es fehlt hier irgendwie ein Stück. Also ich meine, diese Welle hier, die muss ja noch bis hier unten hinlaufen und dann wieder zurück. Also dieses Stück muss extra gehen. So, wann oder wie viel muss jetzt extra gehen, damit genau dieser Fall eintritt, dass diese Welle genau wieder kongruent ist mit dieser Welle hier. Also die hier gebeugt wird, mit der, die hier gebeugt wird. Wie lang muss dieses Stück sein? Das ist, zum Beispiel, das zeichne ich das doch hier mal ein. Also hier geht es gerade hoch. Das heißt, hier muss es wieder gerade hochgehen. Also es muss genauso sein wie hier. Muss hier genau weitergehen. Und das passiert natürlich genau dann, wenn es einmal hier hoch ist und einmal hier runter und dann passt es. Das heißt, dieses blaue Stück hier, beziehungsweise die beiden grünen Stücke, also dieses grüne und dieses grüne, sind genau eine Wellenlänge. Was bedeutet, dass dieses eine blaue Stück hier genau eine halbe Wellenlänge ist. Also hier haben wir schon mal einen gewissen Ansatz, wie wir das Ganze, wie wir die Bedienung hier mathematisch fassen können. Dann können wir mal schauen, was wir noch wissen. Jetzt sind es ja zwei Gitterebenen und diese Gitterebenen haben Abstand d voneinander. Das hier ist d. Das heißt, dieser Teil hier ist d. Dann wissen wir schon wieder was. Dann können wir noch mal ein bisschen genauer hingucken und dann kennen wir auch noch diesen Winkel hier, das ist der Einfallswinkel, den nennen wir Theta. Und dann können wir gucken, wo der noch auftaucht. Dann können wir hier so einfach ein Dreieck vervollständigen und sehen, dass dieser Winkel hier auch wieder auftaucht. Ja. Wenn man sich anguckt, also dieser Winkel hier ist auch der Winkel und damit ist eben dieser Winkel auch dieser Winkel und das ist dann Theta. So, jetzt haben wir schon drei Sachen. Damit kann man eigentlich eine Gleichung aufstellen. Also wir haben einmal ein halb Lambda, diese blaue Strecke, d, die weiße Strecke und dann diesen grünen Winkel Theta. Das wollen wir mal etwas übersichtlicher aufschreiben. So. Beziehungsweise auch nochmal am besten aufzeichnen. Also wir haben diese Strecke 1/2 Lambda, dann haben wir diese Strecke d und dann haben wir noch diesen Winkel Theta hier. Und daraus lässt sich natürlich eine
Formel schreiben, denn das Blaue ist ja nichts anderes als die Gegenkathete. Das Weiße ist die Hypotenuse. Und dann schreiben wir hier also Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse ist gleich Sinus Theta. Und dann setzen wir noch ein, was hier steht. Also steht da 1/2 Lambda, das ist die Gegenkathete, geteilt durch die Hypotenuse ist D, ist gleich Sinus Theta. Und dann hören wir ein bisschen mit den Farben auf und schreiben das Ganze nochmal um und kriegen dann 1/2 Lambda, setzen das D hier rüber, ist gleich D Sinus Theta und setzen noch die 2 hier rüber und dann haben wir Lambda ist gleich 2D Sinus Theta. Und das hier ist die Bragg-Beziehung. Ja. Also wenn das erfüllt ist, also wenn das hier erfüllt ist, wenn das hier drüben, wenn dieser Teil, wenn der gleich Lambda ist, dann kommen diese beiden Wellen hier, also die hier und die hier, gemeinsam raus, können interferieren und wir kriegen eine Verstärkung des Signals und dieses Lambda-Magnesium zum Beispiel kommt durch. Für alle anderen Wellenlängen, die anders sind, also wenn hier so eine ganz lange Welle reinkommt, dann ist diese Bedienung hier nicht erfüllt. Und wenn das hier Lambda-Silizium wäre, ist die Bedienung nicht erfüllt und dann kommt Lambda-Silizium, kann nirgendwo so interferieren wie das Lambda-Magnesium, kommt nicht durch. Und damit haben wir eine Selektion. Eine Selektion von nur Magnesium. Jetzt müssen wir aber noch einen weiteren Fall betrachten bei dem Ganzen. Und das ist der, wenn wir nochmal das Kristallgitter haben und nochmal exakt das, was ich gerade schon gezeichnet habe. Also hier kommen diese Wellen rein und dann gehen die hier wieder raus und dann hat man dieses zusätzliche Stück hier, was genau ein, also das Gesamte ist dann genau ein Lambda. Was ist jetzt, angenommen die Wellenlänge ist halb so lang. Also, die Wellenlänge ist jetzt zum Beispiel so und so und hier so und hier so. Also, ja, dann ist dann die halbe Wellenlänge, also das Grüne, wenn ich das mal hier nebenan zeichne, das Grüne sieht so aus und das Gelbe ist das. Dann ist die Bedienung ja auch erfüllt, weil es exakt die Hälfte ist. Was man dann hier für das N braucht, für das Grüne, also wenn ich das jetzt hier reinzeichnen würde, für das Grüne, dann wäre das ja nicht mehr 1/2 Lambda, also der eine blaue Teil wäre nicht mehr 1/2 Lambda, sondern wäre genau Lambda. Beziehungsweise das gesamte Blaue, also dieser Teil und dieser Teil, wären dann 2 Lambda. Und dann würde diese Wellenlänge auch durchkommen. Jetzt ist diese Wellenlänge halb so lang, das heißt, es ist nicht mehr Magnesium, sondern dieses Grüne hier ist irgendwas anderes, irgendwas höher energetisches. Lassen wir es kann auch irgendeine L, es kann, also das Gelbe kann eine K-Linie sein, das Grüne kann eine L-Linie sein oder sonst irgendwas. Lassen wir es einfach mal irgendein Fantasieelement sein, zum Beispiel Silber. Dann hätten wir Silber, was auch durchkommt, zusammen mit Magnesium. Jetzt schauen wir uns die Formel nochmal an. Die sah wie folgt aus. Lambda ist gleich 2D Sinus Theta. Beziehungsweise jetzt wäre es für Magnesium, die hätte ich am besten gelb geschrieben. Und für Silber heißt die 2 Lambda ist gleich 2D Sinus Theta. Jetzt wäre es natürlich möglich, dass vielleicht noch eine ein drittes Element kommt, wo diese Strecke hier gedrittelt ist. Also ein Drittel der Wellenlänge von Magnesium, dann stünde hier 3 Lambda. 3 Lambda ist gleich 2D Sinus Theta. Also alle Wellenlängen, die ganzzahlige Vielfache von Lambda sind, gehen auch durch. Und deshalb wird diese Bragg-Gleichung vollständig dann geschrieben, also N, wobei N für eben ein ganze Zahl steht, n Lambda ist gleich 2d Sinus Theta. Und das ist dann die tatsächliche Bragg-Gleichung. Das ist n, nicht h. Ja, das ist nicht so schön geworden hier vorne.
schreiben wir es nochmal hin. N Lambda ist gleich 2D Sinus Theta, muss es da hinten natürlich sein. So, Sinus Theta. Das ist die Dragbeating. Und diese Elemente hier, oder beziehungsweise diese Wellenlängen, diese Wellenlänge, das nennt man Wellenlängen höherer Ordnung. Ja, so heißt es. Wellenlänge höherer Ordnung. Und es kann dann eben sein, dass zum Beispiel, das ist jetzt nur ausgedacht und mit Sicherheit nicht richtig, dass Magnesium K-Alpha und interferiert mit, ich komme gleich auf den Begriff, interferiert mit Silber, nennen wir es jetzt mal L-Beta, und dann steht oftmals eine Klammer dahinter, zweite Ordnung. Und interferiert heißt einfach nur, wenn wir das nachher darstellen würden in einem Diagramm, wo hier zum Beispiel die Wellenlänge aufgetragen ist und hier die Intensität, dann wäre hier die K-Alpha-Linie und hier die Silber-K-Beta-Linie, also das wäre die Silber-L-Beta zweite Ordnung und das hier gelbe wäre Magnesium-K-Alpha, dann erste Ordnung natürlich, das könnte man auch noch dazu schreiben, die interferieren und interferieren heißt in dem Moment nichts anderes, als dass sie aufeinander liegen. Und da hat man ein gewisses Problem, worauf man aufpassen muss. Das kann man aber mit dem Detektor lösen, das dann aber an anderer Stelle. Also das ist die Bragg-Beziehung, die wichtige, die man hier hat, beziehungsweise hier mit den höheren Ordnungen, sodass man schließlich zu dieser Formel kommt. Das ist die entscheidende Bragg-Gleichung. Brauchen tut man das, um Wellenlängen im WDS mit einem Analysatorkristall zu selektieren.